Diese Reaktion habe ich nicht erwartet, aber okay. Gelächter in der UN-Vollversammlung. Beim Auftritt eines Staatsoberhaupts ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Aber als US-Präsident Donald Trump seinen Auftritt vor der Weltgemeinschaft als Wahlkampfbühne und zum Selbstlob nutzt, da ist auch in der sonst so steifen Generaldebatte kein Halten mehr. Aber nicht ernst genommen fühlt sich Trump keineswegs. Sie haben mich nicht ausgelacht, sie haben mit mir gelacht. Wir hatten Spaß, das war kein Auslachen. Schließlich würden die USA unter seiner Führung wieder respektiert, prahlt Trump, der in seiner Woche bei der UNO mal wieder Verwirrung und Kopfschütteln auslöst. Erneut stößt er enge Verbündete vor den Kopf, indem er Kanadas Premier einen Korb gibt oder Deutschland wegen russischer Gaslieferungen attackiert. Dem Iran wirft er vor, Chaos und Terror zu sehen und nennt dessen Präsidenten Hassan Rouhani im gleichen Atemzug einen liebenswerten Mann. Er prangert Chinas Handelspraktiken als inakzeptabel an und schmiert Chinas Führung zugleich Honig ums Maul. Ich mag China und ich mag Präsident Xi sehr. Ich denke, er ist mein Freund. Ein verlässlicher Anführer in Zeiten politischer Unsicherheit klingt anders. Da dürfte den Delegierten bei der UNO dann doch das Lachen im Halse stecken bleiben.